Scylla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 201. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich auch wie immer der wunderbare Hoax-Master Alexander. Und nach der leicht amüsanten Folge 200 mit vielen, vielen Einspielern und einigen Hommagen, so möchte ich das ja mal nennen, an Hoaxilla. Wir sind verhonepiepelt worden, nein, wir sind auch geehrt worden. Es macht sich ja niemand die Mühe, einen zu verhonepiepeln, wenn er einen nicht mag. Insofern haben wir uns da sehr drüber gefreut, ja. Und einen der Produktionseiligkeit des Hoaxmasters geschuldeten Schnittfehler, weil wir ja noch Outtakes oder Einspieler angekündigt haben, die dann nicht kamen. Aber es passt zu dieser etwas chaotischen, ungewöhnlichen. Also wer da einen tieferen Folge. Grund sucht, ich kann ihn beantworten, das habe ich einfach nicht gebacken gekriegt. Siehst, und da ist es aber auch wieder so, das ist jetzt so banal, dass man da eigentlich, um von dieser Banalität abzulenken, eine Verschwörungstheorie kreieren müsste. Ja, da haben wir schon einige mit angefangen im Internet. Aber wir wollen nicht zu lange vorplänkeln, sondern kommen auch dieses Mal zu einer Story, die Alexa für euch vorbereitet hat. Und da hören wir jetzt erstmal hinein. Die Story der Woche. Ja, in der Story müssen wir jetzt mal ausnahmsweise wieder ein bisschen ernster werden. Es geht nämlich um eine Geschichte, die äußerst unschön ist, wenn sie denn stimmt. Und zwar rankt sich diese Geschichte auch im Prinzip um den Wahlkampf und die Skandale, die es dort im Präsidentschaftswahlkampf in den USA gegeben hat. Wir sind ja alle wahrscheinlich inzwischen mit den meisten Geschichten vertraut. Mit dieser hier vielleicht nicht unbedingt. Es geht um eine Kette von Pizza-Restaurants in den USA, Comet Ping Pong, und die sind ins Kreuzfeuer der Clinton-Kritiker geraten. Und es werden da Behauptungen aufgestellt, nach denen erstens mal diese Pizzerienkette mit Clinton assoziiert ist. Das heißt also, nicht nur sollen sich die Demokraten da in solchen Restaurants getroffen haben, sondern auch der Betreiber dieser Kette ist mit Clinton assoziiert. Und dann kommen zu dieser Geschichte noch die Podesta-E-Mails dazu, die ja durch WikiLeaks auch an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und was diese E-Mails unter anderem verraten, ist, dass die Kette von Pizza-Restaurants nicht nur mit den Demokraten assoziiert ist, sondern auch trauriger und grausamerweise mit einem pädophilen Ring. Also dass dort tatsächlich hinter den Kulissen schreckliche Dinge ablaufen und sozusagen Pädophile unter dem Dach dieser Restaurantkette operieren. Wenn die Geschichte, so muss ich nochmal einschränken, denn stimmt. Das lösen wir natürlich zum Ende der Sendung auf und kommen zum großen Thema, zum großen Interview der heutigen Episode. Und da sagen wir dann gleich nochmal ganz kurz was zu, bevor wir dann in das Interview hineinhören. Thema der Woche. Ja, ein oft gewünschtes Thema bei uns war die Beschäftigung mit der Bilderberger Konferenz und Alex und ich haben uns da viel mit beschäftigt, aber irgendwie haben wir immer nicht so den wirklichen Zugang zu der Thematik gefunden, wie wir es aufbereiten können, und haben dann vor einiger Zeit das Glück gehabt, bei Hoaxilla TV Dr. Uwe Krüger zu Gast zu haben, einen Journalisten, der sich mit den Bilderbergern sehr intensiv beschäftigt hat und darüber auch publiziert hat. Und mit Dr. Uwe Krüger haben wir uns dann einmal intensiv über die Bilderberger ausgetauscht und haben ein wenig beleuchtet, wo kommen sie her, wie haben sie sich verändert, wer sind sie heute und was genau verbirgt sich hinter dieser Bilderberger Konferenz mit den Fakten, die man haben kann, wenn man denn dann nicht dabei ist. Und auch ganz spannend eine Frage, die ich vor diesem Hintergrund eigentlich nie so wirklich auf dem Schirm hatte. Eine Frage, die sich Uwe Krüger sehr deutlich gestellt hat und auch versucht hat zu beantworten, nämlich: Was machen so viele Journalisten bei diesen Konferenzen, wenn sie hinterher gar nicht über diese Konferenzen berichten dürfen? Mhm.
Und insofern, ich habe bei diesem Interview wirklich viel gelernt. Ich fand es wahnsinnig spannend, was er erzählt hat. Ich hoffe, es geht euch Hörern da draußen auch so. Genau, und das ist jetzt wieder die Möglichkeit für all diejenigen, die kein Abonnement bei massengeschmack.tv haben und Hubsutter.tv nicht gucken können, jetzt hier die Gelegenheit, dieses hochinteressante, ausführliche Interview zu hören. Und das machen wir jetzt einfach mal. Hoaxilla Interview. Ja, ein großes Thema, das schon oft gewünscht wurde, und wir beide haben uns mit dem Thema auch schon beschäftigt, und uns fehlt immer so ein bisschen der Zugang zum Thema Bilderberger Konferenz. Eine Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet und über die ja sehr viele Geschichten erzählt werden. Geheime Weltregierung wird da oft ins Feld geführt, Verschwörungen, die dort geknüpft werden, Geschäfte, die gemacht werden, die die ganze Welt betrifft. Und du, Uwe, hast dich nicht nur intensiv mit dem Thema beschäftigt, sondern im Prinzip das Ganze auch noch in deine Promotionsarbeit versenkt, ne? Ja, ich bin ja gelernter Journalist und habe mich als Medienjournalist und dann auch als Medienwissenschaftler befasst mit den Beziehungen von Journalisten und Eliten aus Politik und Wirtschaft. Und da kam ich irgendwann auf die Bilderberg-Konferenz, weil dort sich Politiker treffen mit Wirtschaftsleuten, mit Bankern, mit Militärs, mit ein paar Wissenschaftlern und ein paar Journalisten waren auch immer dabei. Also aus Großbritannien vom Economist zum Beispiel. Und aus Deutschland von der Zeit. Die Zeit war da über Jahrzehnte prominent vertreten mit Chefredakteur oder Vize-Chefredakteur. Und das hat mich sehr stark interessiert, was tun Journalisten dort, wo sie sich verpflichten zu schweigen über das, was dort geredet wird. Die sind doch Anwälte der Öffentlichkeit, die sind doch mein Auge, mein Ohr, gerade auch Kontrolleure und Kritiker der Macht. Und da sitzen sie inmitten der Mächtigen. 3 Tage in einem 5-Sterne-Hotel, ganz weit weg von mir und meinen Bedürfnissen, und tun irgendwas, was ich nicht weiß. Und das hat mich eben sehr interessiert. Und da habe ich zunächst mal für eine journalistische Recherche dann Kontakt aufgenommen zu Journalisten, die bei Bilderberg dabei gewesen sind, und habe da ganz spannende Aussagen von denen bekommen, warum die dort sind und warum sie das okay finden, wenn nicht sogar notwendig, da zu sein. Genau, und dabei geraten natürlich auch andere Aspekte der Bilderberg-Konferenz in den Fokus. Was passiert dort eigentlich? Was sind die Themen? Wer ist dann noch? Und was für einen Einfluss haben die Bilderberger auf die Weltpolitik? Jetzt haben wir im Publikum bei uns in der Sendung, was sich viel mit dem Internet beschäftigt. Da werden sicherlich die allermeisten schon mal was davon gehört haben. Aber lass uns vielleicht mal auf die Geschichte dieser Konferenz eingehen. Vielleicht mal, wann sie gegründet wurde, von wem sie gegründet wurde. Das klingt ja immer so ein bisschen so, als wäre das so eine Geheimgesellschaft. Das ist es aber nicht, ne? Also die Wurzeln liegen im Jahr 1952, und die erste Bilderberg-Konferenz war dann 1954, Ende Mai. Und die Schlüsselfigur zur Gründung war ein gewisser Josef Rethinger. Den kennt eigentlich niemand, den kannte auch damals nur ein gewisser Kreis von einflussreichen Leuten. Das war einer, der hatte nie ein politisches Amt, war nie groß in der Öffentlichkeit vertreten, hatte aber beste Kontakte, hatte die schon jahrzehntelang geknüpft, war ein Pole, ein Exilpole. War Berater des polnischen Ministerpräsidenten im Exil während des Zweiten Weltkrieges und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg ganz intensiv an der Idee der europäischen Einigung gearbeitet. Und der bekam durch Mittelsmänner Kontakt zu Prinz Bernhard von den Niederlanden und saß dann Anfang der 50er mal bei Prinz Bernhard im Büro und sagte, er macht sich Sorgen um den wachsenden Anti-Amerikanismus in Europa. Und das hat Bernhard auch beunruhigt, und dann haben die daran gearbeitet, so einen kleinen elitären Kreis zu schaffen, um den Kontakt, den transatlantischen Kontakt sozusagen auf Elitenebene zu intensivieren, das Verständnis zu fördern. So ist es eigentlich gekommen. Also die Idee der europäischen Einigung steht an der Wiege von Bilderberg, die Idee, engere Kontakte zwischen USA und Westeuropa zu knüpfen. Und ja, so einen gewissen internationalistischen Geist, auch Freihandel, also so eine Art, der Grundkonsens ist so demokratischer Kapitalismus, sagen wir mal so, unter transatlantischen Vorzeichen. Das ist so, das soll eben dieses Forum des Elitenaustausches sollte das sein. Und ist es bis heute.
damals noch sehr streng geheim, aber mit Beginn des Internetzeitalters ist das alles immer bekannter geworden und heute haben wir sogar eine breite Medienberichterstattung schon darüber, dass diese Konferenzen gibt. Da ist so vor 2 Jahren ungefähr gab es da so einen kleinen Durchbruch, wo dann also diese Konferenz auch ins Bewusstsein der meisten Medienredaktionen gekommen ist. Und vorher wussten wahrscheinlich die meisten Journalisten gar nicht, dass es das gibt. Nur einige wenige, die selber dabei waren, wussten das, hatten sich aber verpflichtet, darüber nichts zu erzählen. Und das kann natürlich bei vielen Leuten auch an, wie die große Medienverschwörung oder die Medien halten jetzt dicht, weil hier die wahren Machthaber unterwegs sind. Ne? Aber die grundsätzliche Idee klingt ja erstmal relativ harmlos. Also wenn man schaut aus der Sicht, Zweiter Weltkrieg, 7 Jahre beendet, wenn es 52 war, Beginn des Kalten Krieges, dass sich da Europa eher dem Westen zugeneigt hat als dem Osten, ist ja jetzt erstmal unverfänglich. Woher kommt so dieser Ansatz zu sagen, das ist Geheimgesellschaft, du hast es gerade schon gesagt, warum musste das so geheim sein? Gibt es da eine Antwort drauf, warum man das unbedingt so geheim halten wollte? Naja, eine grundsätzliche so eine Haltung des Elitären, ne? Oder das, also Rethinger war eher ein elitärer Demokrat und kein Basisdemokrat. Ne? Und ich glaube, so lief Politik auch sehr häufig ab. Also da gab es viele kleine Zirkel und auch die Münchner Sicherheitskonferenz, die damals auch, also in der Nachkriegszeit als Wehrkundetagung in München ins Leben gerufen wurde, die hat auch so funktioniert. Heute ist das alles größer und viel transparenter mit Livestream im Internet. Aber das war damals eben der Stil, dass einige wenige potente Herren sich zusammengefunden haben. Und Bilderberg ist auch fast durchgängig eine Herrenveranstaltung. Also Frauenquote liegt, wenn man alle Teilnehmer zusammenrechnet, bei unter 3%. Aber das war eben die Kultur. Die Kultur wandelt sich und jetzt steht Bilderberg zunehmend unter öffentlichem Druck und Legitimationsdruck. Das war nämlich auch so ein Gedanke, den ich hatte. Kann es nicht sein, dass man eben genau diesen Druck und diese Erwartungshaltung durch die Geheimhaltung möglichst gering halten wollte? Also je inoffizieller das Ganze ist und desto, sagen wir mal so, verschwiegener, desto weniger erwarten die Leute auch irgendwelche Ergebnisse von solchen Treffen? Ja, erstens mal das. Und aber auch Politiker zum Beispiel, die, wenn die eingeladen werden, stehen sie jetzt tatsächlich vor der Frage, gehe ich da hin und lasse mich dann von allen Leuten kritisieren, dass ich zu einer privaten, geheimen Veranstaltung gehe. Also die, jetzt war sie ja in Dresden dieses Jahr und da war ja Angela Merkel auch eingeladen, die hat abgelehnt. Sigmar Gabriel wurde eingeladen, hat abgelehnt. Und ich kann mir vorstellen, dass es kein großes Vergnügen gerade ist, dorthin zu, also man braucht schon ein dickes Fell, um dann diese ganzen Anfeindungen dann über sich ergehen zu lassen. Doch nicht so viel, also, Konsens dann. Wenn man einmal drin ist, dann ist man ja unter sich, dann kann man sicherlich frei reden, aber die Teilnehmerliste ist öffentlich und es gibt mittlerweile viele kritische Aktivisten, die dann eben Anfragen stellen. Und es gibt ja auch kritische Aspekte, ne? Also auch Reisekosten von Parlamentariern und Ministern, das bezahlt dann sozusagen die öffentliche Hand, obwohl es eine private Veranstaltung ist. In dem Artikel stand auch was von den Kosten für die Sicherheit, genau. Dass die auch von staatlicher Seite getragen wird. Genau, das ist die Bilderberg-Organisatoren legen Wert darauf, dass es eine private Veranstaltung ist und dass deshalb auch keinerlei Rechtfertigungsdruck da ist oder Transparenzgebote da eine Rolle spielen können. Und Großteil des Geldes wird sozusagen privat akquiriert. Die machen Fundraising bei Unternehmen, die ihnen wohlgesonnen sind. Kannst du ein paar Unternehmen nennen, die da Geld reinbuttern? Gibt es da welche? Da wüsste ich jetzt mal. Kann ich nicht. Es ist so, dass es gibt ja den Lenkungsausschuss, wo Vertreter der einzelnen Länder drin sind. Mhm. Und wenn beschlossen wird, die nächste Bilderberg-Konferenz ist in Deutschland, dann sind die deutschen Mitglieder des Lenkungsausschusses dafür zuständig, das Geld ranzuschaffen. Also das Land, wo die Konferenz stattfindet, beschafft dann das Geld aus der Wirtschaft sozusagen. Genau. Ja. Mhm, okay. Also als es in Österreich war, in Telfs-Buchen, da war der Mann von der österreichischen Kontrollbank, der im Bilderberg-Lenkungsausschuss sitzt, der war dafür zuständig, das Geld anzuschaffen. Aber die Kosten für die Sicherheit übernimmt der Steuerzahler. Also die
Jetzt bei dem Treffen in Dresden war das Bundeskriminalamt aktiv, war die Polizei Sachsen aktiv, um das alles abzuschirmen. Geheimdienste sind oder waren auf jeden Fall auch da irgendwie mit aktiv. Mhm. Und das bezahlen wir dafür, dass unsere Abgeordneten und Minister hingehen in einen Rahmen, den vor allem Wirtschaftsleute aufspannen. Mhm. Jetzt ist ja der G8-Gipfel im Prinzip das offizielle Pendant, kann man ja nicht sagen, weil die Konstellation eine andere ist. Aber das ist ja eine große... ein großes Treffen, wo die Staatsführer ja zusammenkommen. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass da die Protestaktionen nochmal deutlich größer sind, wo ja auch wirklich großer Aktivismus herrscht und das Sicherheitsaufgebot riesengroß dann auch ist bei diesen Konferenzen. Mhm. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen einem G8-Gipfel und einer Bilderberg-Konferenz, wo ja unter Umständen die gleichen Menschen Bilderberg größer wahrscheinlich, der Kreis, aber zusammenkommen. Ja, Bilderberg sind so jetzt gerade, also Teilnehmer sind 130 ungefähr zurzeit. Und ich glaube 38 sind im engeren Kreis, also im Steering Committee, also im Lenkungsausschuss. Ja gut, G8, da treffen sich eben die Regierungschefs. Ne? Das heißt, da treffen sich die Repräsentanten, demokratisch gewählte Repräsentanten, um miteinander zu verhandeln. Und bei Bilderberg ist es eine intersektorale Geschichte, also oder intersektorale Elitenkommunikation, würde der Soziologe vielleicht dazu sagen, dass Wirtschaft auf Politik trifft und auf Militär und auf ein paar Analysten und ein paar Medienleute. Und das ist eben auch mit das Pikante, dass das sozusagen, also demokratisch gewählte Leute treffen auf Leute, die, oder auf Superreiche, auf Milliardäre, ein bisschen Hochadel ist ja auch dabei. Und da wird es dann eben... Genau, da fragt man sich, okay, was haben die einzelnen Akteure im Sinn und also welche Agenda steckt dahinter, welche Ziele werden da verfolgt. Und bei G8 gibt es dann immerhin noch eine Masse von Pressevertretern, die da irgendwie dranhängen, da gibt es dann Pressekonferenzen und so weiter, mit Bilderberg gibt es das nicht. Das heißt, es wird also auch konkret gesagt, wir sagen nicht, was stattfindet. Gibt es die Teilnehmerliste im Vorfeld des Treffens oder erst im Nachgang? Die gibt es, glaube ich, also während oder kurz nach dem Treffen werden die öffentlich gemacht. Mhm. Das ist auch neu. Also die Bilderberger haben 2010 eine Webseite eingerichtet, nachdem auch im Netz schon eben ganz viel Druck entstanden ist. Als ich anfing dazu zu recherchieren, 2007, war es noch so, dass ich mir aus irgendeiner Verschwörungsseite die Telefonnummer des Sekretariats in Leiden in Holland irgendwie rausgefischt habe, da angerufen habe. Und dann Maja Bank-Poldermann, die Sekretärin, hat mir dann gesagt, ja, sie kann jetzt nichts weiter machen, außer meine Faxnummer notieren. Und als das Treffen losging, kam dann übers Fax die Teilnehmerliste und die Themenliste. Mhm. Also da gab es noch, da musste man dann irgendwie schon da angerufen haben, um aufgenommen zu werden in den Verteiler. Hast du die Themenliste noch so einigermaßen in Erinnerung? Die Themenliste ist immer sehr unspezifisch. Ja. Da steht dann der Mittlere Osten oder Russland und Europa und die Weltwirtschaft. Nicht sowas wie, wir machen jetzt eine neue Weltordnung oder... Nee, ich weiß gar nicht. New World Order kann sein, dass das, das ist ja ein Terminus, den hat George Herbert Walker Bush mal verwendet. Ja, ich glaube, New World Order, das kommt schon immer mal, das kam schon immer mal auf der Teilnehmerliste. Aber es meint natürlich was anderes, als was die Verschwörungstheoretiker da rein interpretieren. Und es ist tatsächlich eine Konferenz, wo nur Personen aus Europa und den Vereinigten Staaten zusammenkommen. Kanada auch, oder? Kanada auch, genau. Also okay. Nordamerika und Westeuropa ist die Grundidee von Bilderberg. Es gab in der Vergangenheit einige wenige Teilnehmer aus Russland, aus Palästina und noch ein paar andere Länder, aber grundsätzlich ist es ein Forum des Nordamerika- und Westeuropa-Elitenaustausches. Ja. Immer ganz ketzerisch gefragt, bringt das irgendwas? Müsste der Konsens weltpolitisch und wirtschaftspolitisch nicht größer sein, wenn diese Treffen wirklich irgendeinen Sinn und Zweck erfüllen würden? Na, für die Teilnehmer erfüllen die Treffen garantiert also Zwecke. Das fängt damit an, dass man dort Kontakte knüpfen kann. Also Bill Clinton, hieß es mal in einem Buch von einem Bilderberger, hat es als Kontaktsupermarkt verwendet. Ne? Mhm. Also es ist so, oftmals wird auch versucht heran, also Politiker, die sichtbar auf dem Weg nach oben sind, einzuladen, um sie zu sozialisieren in bestimmten Kreisen.
um vielleicht irgendwelche Wünsche an sie heranzutragen und also um sie zu unterstützen oder sich anzugucken, okay, wie sind die drauf, möchte ich die unterstützen, möchte ich die nicht unterstützen. Margaret Thatcher zum Beispiel hat 1975 bei Bilderberg war sie zum ersten Mal dabei und war erst total verschüchtert, hat sich geschämt, hat gar nichts gesagt. Dann hat ihr einer gesagt, hier, wir haben dich aber eingeladen, damit du was sagst. Also es gibt praktisch eine Pflicht zum Diskutieren. Und dann hat sie am nächsten Morgen, nachdem sie darüber geschlafen hatte, hat sie dann eine ihrer berühmten 3 Minuten Thatcher-Reden gehalten. Und dann waren alle in sie verliebt und haben sie dann protegiert. Ja? Mhm. Also das, da beschnuppert man sich eben gegenseitig. Der ehemalige Chefredakteur der Zeit, Theo Sommer, hat mir im Interview gesagt, dass er auch eben versucht hat, immer die kommenden Politiker mit ranzuziehen. Helmut Kohl, Horst Teltschik, Edmund Stoiber hatte immer da, Kurt Biedenkopf, mit dem Ziel, sie mit ihresgleichen bekannt zu machen, was immer das jetzt heißen mag, also so ein gewisses Standes- oder Klassenbewusstsein irgendwie heranzuziehen oder also entweder geht es um die Klasse oder um die transatlantische Gesinnung, dass eben die Freundschaft mit Amerika gepflegt wird. Frau Dr. Merkel war aber auch mal auf einer Bilderberg-Konferenz. Ja, also mindestens einmal. Sie war auf jeden Fall 2005, da war das schon mal in Bayern. Ich glaube, da war sie Teilnehmerin und Gerhard Schröder ist mal eingeflogen zum Grußwort in dem Jahr. Ich habe es jetzt nicht präsent, müsste man nachgucken. Aber ich habe es, glaube ich, im Artikel von ihr gelesen, dass es so war. Also insofern, jetzt hat sie dann also abgelehnt, so wie du vermutest, aufgrund von öffentlichem Druck unter Umständen oder um sich nicht rechtfertigen zu müssen? Ja, keine Ahnung. Also ich mag da nicht spekulieren. Mhm. Frau von der Leyen hat die Einladung angenommen und hat sich da vielleicht amüsiert. Und Merkel wollte es nicht. Ja, vielleicht, also es gibt ja auch Leute, die sagen, Bilderberg ist voll langweilig, ne? Bilderberg oder ähnliche Foren wie die Trilaterale Kommission, das sind alles Altherrenveranstaltungen, da passiert nichts. Es gibt ein Buch von einem ehemaligen Undersecretary of State in der Bill Clinton-Regierung, der sehr gut vernetzt ist und der stellt diese ganze Szene dar. Und der meinte, Trilaterale Kommission, total langweilig, Bilderberg, ach, vergiss es. In der Clinton Global Initiative, da spielt die Musik. Weil Clinton, der holt die ganzen Superreichen und der zwingt sie, bevor sie den Raum verlassen, irgendwelche Sachen zu unterschreiben, dass sie 3 Milliarden für irgendein Projekt gegen Hunger oder AIDS spenden. Und bei Bilderberg gibt es sowas nicht. Das ist ein reiner Ideenaustausch. Ne? Mhm. Aber es ist schwer zu sagen. Also ich will auch nicht sagen, Bilderberg ist langweilig oder sinnlos oder auch nicht interessant, auch im demokratietheoretischen Sinne. Das ist schon ein Ort, den es sich genauer anzuschauen lohnt. Also einfach, weil da Leute da sind, die potent sind, die entweder viel Geld haben oder politische Macht oder militärische Ressourcen und die offensichtlich ein ganz bestimmter Konsens irgendwie vereint und die auf einer gemeinsamen Grundlage dann wiederum ihre Meinungsverschiedenheiten da vielleicht sogar abbauen, bevor wir öffentlich über bestimmte Sachen diskutieren. Mhm. Also dass da ein vorgelagerter Meinungsbildungsprozess in der Elite stattfindet und wir kriegen dann eine öffentliche Debatte serviert, wo die schlimmsten Friktionen schon raus sind. Ne? Ist das positiv zu werten oder negativ? Im Sinne, was muss eine Demokratie haben? Muss sie die schlimmsten Konflikte sozusagen mitbekommen? Oder, Hängt davon ab, ob man jetzt ein Elitendemokrat ist oder ein Basisdemokrat. Ja? Also bin da auch unentschieden. Also grundsätzlich ist mir Basisdemokratie immer irgendwie erstmal sympathischer, aber die Umsetzung ist natürlich noch eine andere Frage. Und wir haben es bei den Grünen erlebt und bei der Taz viele Projekte, die so basisdemokratisch anfangen, die kommen irgendwann dahinter, dass man sich auch totreden kann über Nichtigkeiten und nicht vom Fleck kommen. Ne? Das andere Extrem ist halt eine komplette Elitendemokratie, die sich abkoppelt vom Volk, wo zwar gewählte Repräsentanten am Start sind, die aber die Bedürfnisse der kleinen Leute außer Acht lassen. Ne? Und dann vielleicht ein Projekt wie die EU ist auch eine Art Elitenprojekt. Ne? Und wir erleben jetzt so ein Rollback, ja, dass sich Nationen dafür entscheiden, das nicht mehr haben zu wollen. Also auch ja, als es um die europäische Verfassung ging, haben wir es auch schon gemerkt in den 2000ern, dass die bei den Referenden, dass da die Leute nicht EU-begeistert sind und dass das
dass dieses Projekt offenbar eher den Eliten zugute kam oder irgendwie nicht angekommen ist. Also in dem Sinne können Eliten in einer Elitendemokratie viel bewegen in kurzer Zeit, aber die Frage ist, wie nachhaltig das ist und ob der Bürger es dann am Ende gutiert. Wie stark das Fundament auch ist, ja. Aber kann man sich so vorstellen, wenn wir jetzt auf die jüngere deutsche Geschichte schauen, die so jung ja auch nicht mehr ist, aber nehmen wir mal das Beispiel Deutsche Einheit, dass im Vorfeld der Deutschen Einheit zum Beispiel bei einer Bilderberg-Konferenz diese Personen sich genau über dieses Thema austauschen, unterhalten, überlegen, vielleicht, wenn da Wirtschaftsmächtige mit am Tisch sitzen, wie man es finanziert kriegt. Muss man sich das so vorstellen? Also du spielst du an auf 1988? Zum Beispiel, ja. Ja, genau, das ist nämlich sehr spannend und es ist schön, dass du fragst, weil ich habe es gelesen. Ah, gut, okay. Also Fakt ist, 1988 auf der Bilderberg-Konferenz war Helmut Kohl und es war das Thema auf der Tagesordnung The German Question Revisited. Mhm. Und man ist natürlich sofort hellhörig, Moment mal hier. Und also Reunification, darüber wurde auch geredet, dieses Wort fiel. Und es gibt das Protokoll im Internet auf der Seite scribit.com. Hat irgendein unbekannter Nutzer eine ganze Reihe älterer Protokolle von Bilderberg reingestellt, unter anderem 1988. Und wenn man das liest, also Helmut Kohl hat offensichtlich eine Art längeres Statement verlesen. Da ist es mitnichten so, dass jetzt die Verschwörungstheorien bestätigt würden, dass hier Eliten die Wiedervereinigung von langer Hand geplant haben. Ich war sogar baff. Also das war eine Rede, die hätte er auch im Bundestag halten können. Mhm. Er hat betont, dass ihm die deutsche Frage, dass die noch offen ist, dass sie sich nicht abfinden wollen mit der Teilung. Mhm. Dass der Riss durch Familien geht, dass es irgendwie eine ganz wichtige Sache ist, die Identität der deutschen Nation irgendwie zu bewahren, auch unter diesen Bedingungen. Und dass er aber sich niemals an die Sowjetunion irgendwie verkaufen würde oder die Westbindung der Bundesrepublik in Frage stellen würde, nur um sich wieder vereinigen zu können mit dem Osten Deutschlands. Also er hat sehr diplomatisch dort geredet, um all die Verbündeten nicht zu brüskieren. Ja. Mhm. Und er zitiert aus Gorbatschows Buch, was da gerade erschienen ist über Perestroika, nichts Geheimes, keinerlei Geheimdienstinformationen. Ich habe mich stark gewundert, weil in den 80ern lebte die DDR praktisch schon auf Pump von Westdeutschland. Ne? Die, natürlich. Die Sowjetunion hatte schon Anfang der 80er signalisiert, wir können euch nicht mehr helfen und dann gab es die Kredite. Also ich glaube, die reale Politik war viel weiter schon fortgeschritten als das, was Kohl dort gesagt hat. Also das war praktisch eine öffentliche Fensterrede vor Verbündeten. Also nichts mit irgendwie Elitenprojektwende. Das kam offensichtlich für alle dann überraschend, ne, wie sich das entwickelt hat. Also stellt man sich das so ein bisschen vor wie so ein wie so eine Burschenschaft vielleicht, wo Kontakte gepflegt werden, wo man sich die Vorträge anhört, die öffentlichen Reden anhört und dann abends beim Abendessen nimmt man sich mal ein und also im Sinne von man trinkt mal ein und sucht sich gewisse Ansprechpartner raus, mit denen man eventuell mal Projekte planen möchte oder wo man Gelder gewinnen möchte. Also eher so diese Ebene. Karnickelverein auf höchstem Niveau. Ja, Networking auf hohem Niveau hat Theo Sommer das genannt, als ich ihn dazu befragt hatte. Ja, es gibt ein offizielles Programm. Also die Bilderberger haben einen 15-Stunden-Tag. Das geht also nach dem Frühstück los, also von 9 bis 19 Uhr unterbrochen von einem Mittagessen. Dann tagt nochmal der Lenkungsausschuss eine Stunde und um 8 gibt es Abendessen und danach gibt es dann eben noch an der Bar sitzen und informelle Gespräche. Was dann nun genau läuft, kann ich eben wiederum nicht sagen. Und also es wäre Aufgabe, glaube ich, von Historikern, Zeitgeschichtlern, diese Protokolle, die da sind, auszuwerten und in den Kontext zu stellen. Gibt es da Projekte, die das vorhaben? Nee, weiß ich nichts davon. Also es gibt eine Doktorarbeit, also das von Thomas Geisweit, der die frühe Geschichte der Bilderberger aufgearbeitet hat. Also die Bilderberger haben 50 Jahre Archivsperre und er hat die ersten Jahre, konnte er einsehen und kam eben zu dem Schluss, dass Bilderberg eine gewisse Rolle bei der europäischen Einigung gespielt hat, die römischen Verträge.
und also der gemeinsame Markt, dass das dort diskutiert wurde, dass die Amerikaner auch den Europäern zugeraten haben, das zu machen. Wie ausschlaggebend das nun war, das ist auch noch nicht klar. Mhm. Aber wenn man, dann müsste sich wirklich mal ransetzen. Und es gibt ja auch ganz viele Autobiografien von Politikern und Wirtschaftsleuten. Mhm. Ne? Rockefeller, David Rockefeller, ein ganz wichtiger Mann bei Bilderberg, schreibt auch in seiner Autobiografie davon. Und man müsste das systematisch mal zusammen, es sind ganz viele Fetzen in Büchern, die kann man zusammentragen. Und die Protokolle, die da sind, die außerhalb des Bilderberg-Archivs, also da durch Anonymous reingestellt wurden, das alles kann man mal zusammenpuzzeln und dann den Stand der zeitgeschichtlichen Forschung gegenhalten und gucken, welche Projekte oder ja, welche Entwicklungen haben bei Bilderberg sozusagen dann auch noch eine Schleife gehabt. Ne? Da muss ich nochmal nachfragen. Das heißt, es gibt auch Protokolle, die irgendwie geleakt sind? Ja, das ist offensichtlich, ja, das sind geleakte offensichtlich Protokolle. Also 50 Jahre sind da noch nicht vorbei gewesen. Das heißt, um das auch nochmal deutlich zu machen, also die Teilnehmer der Konferenz verpflichteten sich, nicht über das zu sprechen, was auf der Konferenz stattfindet. Also genau genommen verpflichten sie sich darüber, nicht zu sagen, wer es gesagt hat. Also das ist die sogenannte Chatham House Rule, die Regel vom Chatham House in Großbritannien, eine Art Verein, wo es um International Affairs geht, sowas wie in Deutschland die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik oder in Amerika der Council on Foreign Relations, und die haben die Grundregel für alle ihre Veranstaltungen Klappe halten, also die Quelle nicht verraten zumindest. Mhm. Und so sind auch die Protokolle abgefasst. Man weiß zwar, Helmut Kohl hat dieses Eingangsstatement gesagt, und dann wird aber, wenn die Diskussion danach protokolliert wird, dann steht dann immer nur an American said, a French participant said, oder nur die Nationalität verraten. Und also ich glaube, es gibt auch einfach eine Kultur bei diesen Teilnehmern von Bilderberg, dass sie aber nicht nur nicht sagen, wer es gesagt hat, sondern dass sie auch generell nichts sagen, was da gesagt wurde. Mhm. Weil es auch weiß nicht, so ein Gefühl der Zugehörigkeit gibt. Ne? Auch bei den Journalisten tatsächlich? Ja, offensichtlich. Mhm. Also ich wüsste nicht, dass Matthias Nass oder Theo Sommer mal in der Zeit geplaudert hätten. Also ich finde, das steht auch noch aus, die Aufarbeitung der Zeitredaktion, also ihres Involvements bei Bilderberg. Es gab in diesem Jahr erstmals auf Spiegel Online einen größeren Artikel über Bilderberg, als die Konferenz stattfand, geschrieben von einer freien Journalistin, die jetzt auch nicht großartig investigativ da die eigene Chefetage befragt hat. Aber immerhin hat die Zeit das mal selber thematisiert oder thematisieren lassen von jemandem, der relativ an der Peripherie der Redaktion darum geistert. Aber dass jetzt die ehemaligen Chefredakteure und Vize-Chefredakteure, die da waren, mal tatsächlich das aufarbeiten, da würde ich mich drüber freuen. Aber was ist denn dann die Rolle der Journalisten bei diesen Konferenzen? Also es gibt, glaube ich, zwei Rollen. Also einerseits gibt es offensichtlich so eine Funktion des Rapporteurs. Manchmal, also bei Economist-Leuten vor 10 Jahren habe ich das gesehen, offenbar schrieben die das Protokoll. Also die schrieben da mit und haben dann für das interne Protokoll, weil jeder Teilnehmer bekommt danach ein Protokoll zugesendet. Und auch die ehemaligen Teilnehmer kriegen die offenbar auch dann noch die von den nächsten Jahren. Und vor allem sind sie wahrscheinlich eben als Intellektuelle da und als Leute mit Sozialkapital, als Leute mit Überblick, so, ne? Als interessante Gesprächspartner. Die aber schon indirekt dann Informationen, die sie dort bekommen, für ihre Arbeit nutzen in der Folgezeit. Nur eben nicht glasklar mit Namen. Ja, und so weiter. Sie erzählen uns nicht, dass bei Bilderberg dann und dann, dort und dort, der und der das und das gesagt hat, sondern sie nehmen es für ihren Hinterkopf, zu diesen Themen, die dort ventiliert werden. Wenn sie dann einen Leitartikel schreiben, dann lassen sie es irgendwie einfließen. Da kann man diskutieren, ob mir der ganze Leser, ja genau, das ist natürlich der Quellenschutz, aber es ist jetzt die Frage, ob mir das als Leser jetzt mehr bringt. Also ich denke mir, das hat er sich jetzt ausgedacht oder kommt da aufgrund unabhängigen Resonements dahinter. Und ich weiß aber nicht, dass er in solchen Zirkeln verkehrt, wo er sich zum Schweigen verpflichtet, wo er vielleicht noch mitmacht, die Teilnehmer und die Themen auszusuchen.
Also das ist eine spannende Frage der journalistischen Ethik. Ne? Hast du den Eindruck, dass die Leser da auch inzwischen kritischer werden, was sowas angeht? Also ich will jetzt nicht diesen furchtbaren Begriff, der ständig rumschwirrt, benutzen, aber aber hast du den Eindruck, dass das so kritische Nachfragen und so dieses Misstrauen der Presse gegenüber stärker wird, auch in diesem Bezug? Würde ich sagen, ja. Also ich glaube schon, dass es ein wahnsinniges Interesse auch gibt, der Leute zu wissen, wie ihre Informationen, die sie bekommt, generiert werden. Also ich erinnere mich, die Satire-Sendung Die Anstalt hat da mal so einen Sketch gemacht, der dann viral rumging über die transatlantischen Netzwerke, die Organisationen, wo leitende Redakteure drin sind, was basierte auf meiner Dissertation. Mhm. Das ging total rum und das hat ganz viele Leute übelst aufgeregt, ne? dass es diese Hintergrundszene gibt von diesen eben intersektoralen Elitenkommunikationen, wo unsere Journalisten da irgendwie Teil davon sind. Und das war eine neue Information, ne? Dass es auch so eine ganze Landschaft an kaum bekannten Organisationen gibt. Die tauchen ja selber nicht in der Berichterstattung großartig auf. Ne? Es gibt kaum kritische Beleuchtungen der Atlantikbrücke das sind diese ganzen Foren, die werden genutzt von Journalisten, um eben Leute zu erleben. Ne? Dort findet was statt, dort findet Debatte über Außenpolitik statt, da sind hochrangige Gäste. Das nimmt man mit als Hintergrundinformationen und man wird aber einen Teufel tun, diese Foren, die einem so teuer sind, dann öffentlich irgendwie der Erörterung irgendwie zu unterziehen. Ne? Da ist man dann irgendwie, gibt es dann offenbar so einen Korpsgeist, dass diese Foren selber nicht ins Rampenlicht kommen, aber das ist natürlich für den Mediennutzer, der davon keine Ahnung hat, ist das erstmal ein Augenöffner. Aha, da gibt es also irgendwie Orte, wo man sich verpflichtet, da nichts drüber zu erzählen und man kommt da miteinander vertraulich in Kontakt. So, Moment, ja, wo ist da die Demokratie, wo ist die Transparenz, wo sind meine Interessen da? Und die Frage der Distanz der Journalisten zu den Personen und Themen, über die sie berichten, die kann man da an der Stelle dann ja auch hinterfragen. Ja, genau. Also es ist ja ein Spannungsfeld. Ich kann nur vom Schreibtisch aus kann ich auch schlecht was Zutreffendes über die Welt sagen. Also ich muss schon rausgehen in die Welt und ich muss auch ran an die Leute. So, ne? Die Frage ist, wie nah ich an die Leute rangehe und ob ich das in so einem Kontext wie Bilderberg machen muss. Also wie das die Zeitleute bis 2012 gemacht haben, dass sie eben auch mittendrin sind, dass sie im Lenkungsausschuss sitzen und wirklich praktisch dieser Community aus demokratischen Kapitalisten helfen, sich selbst zu verständigen. Mhm. Nur für die deutschen Konferenz, also die Konferenzen, die in Deutschland stattgefunden haben, oder auch für alle? Nee, diese waren permanent, also Theo Sommer und Christoph Bertram, später Matthias Nass, die waren im Lenkungsausschuss, also alle, die ganzen Jahre. Mhm. Und reden dann alle miteinander, worüber man reden sollte beim nächsten Mal. Nur die Finanzierung ist dann die Sache der das Leute, dann genau, die aus dem speziellen Land kommen. Was natürlich auch verführerisch, so nah dran zu sein. Dann. Ja, und ich glaube auch, nachdem ich auch Leute interviewt habe, die da dabei waren, dass das nicht so klar ist, diese Grenze. Ne? Von weit weg würde man sagen, nie im Leben. Das ist doch hier, das sind Machteliten und Geldeliten, das ist eine ganz andere Welt und ihr sollt meine Kritik, also meine Augen und Ohren sein. So, und wenn man dann aber in dem Job ist, dann steht man ja trotzdem in der Not auch oder hat das Interesse irgendwie, so viele Informationen wie möglich zu kriegen, auch Orientierungswissen zu kriegen und dann jeder Journalist kriegt irgendwann mal vertrauliche Informationen und also steht man vor der Wahl, lasse ich mir das jetzt erzählen und verpflichte mich, es nicht zu schreiben oder sage ich, erzähl mir das nicht, ich will das nicht wissen, wenn ich es nicht schreiben darf. Solche Leute gibt es auch, aber ich glaube, es ist die Ausnahme und genau, und dann kommt man sicherlich irgendwann zwangsläufig in Loyalitätskonflikte zwischen der Öffentlichkeit, deren Anwalt ich bin, und meinen Quellen. Umgeregelt ist es natürlich auch so, dass die Öffentlichkeit eigentlich bei allem dabei sein will. Also mir ist vor einigen Jahren erstmal bewusst geworden, dass wenn ein Staatsoberhaupt auf Reisen geht,
in der Maschine, in der diese Staatsoberhaupt fliegt, ein ganzes Chor an Journalisten mit an Bord ist, die auch ständig im Austausch untereinander und mit den Politikern und der Delegation stehen. Selbst der Papst macht Pressekonferenzen an Bord seiner Maschine, wenn er unterwegs ist. Und so als Konsument, als Medienkonsument, will ich ja eigentlich jeden Schritt so einer Staatsreise mitbekommen. Aber das ist genau, eigentlich da geht da schon das Spannungsfeld zwischen der journalistischen Distanz los. Denn die werden ja nicht alles berichten, was da an Bord stattfindet oder was erzählt wird wahrscheinlich. Oder davon muss man mal ausgehen. Ist das so dieses Thema, du beschäftigst dich mit journalistischer Ethik ja auch, was dich umtreibt? Ja genau, also ist auch noch die Frage, bezahle ich eigentlich für die Reise oder werde ich da eingeladen? Also inwieweit lasse ich mich aushalten auch von der Regierung? Und entsteht da nicht auch ja so ein gewisser so Gemeinsamkeiten, ne? Durch Reisen und die gemeinsamen Hotels und das Essen und alles. Also bewege ich mich da in einem Space, der weit weg ist vom Normalbürger und sehr nah dran ist an den Entscheidern. Das treibt mich schon um. Also, oder wie dort Meinungen, Haltungen ganz, ganz scheibchenweise sich verändern. Ne? Und jetzt nicht im Sinne von manipuliert werden oder so. Also, weil ich glaube, es gibt nichts Unmanipuliertes. Also, ich lehne diesen Begriff der Manipulation auch ab. Manus, die Hand. Also, im sozialen Leben gibt es nichts ohne Hand. Oder ich werde durch alles, was ich wahrnehme, mit wem ich rede, was ich lese, werde ich beeinflusst. Und in dem Sinne gibt es jetzt nicht irgendwas Pures, Unmanipuliertes, und da gibt es die bösen, dummen, manipulierten Idioten, nützlichen Idioten, sondern es gibt einfach ja Leute in verschiedenen Positionen in der Welt, ne, oder in verschiedenen Netzwerken und mit verschiedenen Perspektiven. Und dann ist die Frage, wie nah die Perspektive des Journalisten an denen der Leser und wie nah an denen der Quellen, der hochrangigen Quellen ist. Ne? Du hast ja mit Bilderberg-Teilnehmern gesprochen, hast du versucht, mit ihnen über ihre Teilnahme zu sprechen. Was sind so typische Antworten auf die, wie ich vermute, kritischen Fragen, die du diesen Personen gestellt hast? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen? Ja, also nach der Frage, warum macht man das als Journalist, kommt ganz typisch, das sind ganz normale Off-the-Records-Geschichten, wie es sie überall gibt. Ja? Es gibt überall Regeln und man hält sich dran. Also es wird nicht wahrgenommen als was ganz Besonderes, oh, das ist Bilderberg, sondern man ist ständig in Hintergrundkreisen und Hintergrundgesprächen und vertraulichen Sachen. Und das ist einfach ein weiterer Baustein, wo man eben hingeht, um sein Wissen und seine Orientierung irgendwie zu vertiefen und da auch Kontakte zu knüpfen. Das auch ganz wichtig, also als Legitimation für Journalisten. Ich will Leute kennenlernen, die ich nachher anrufen kann. Werner Perger von der Zeit, der war einmal da, der meinte, ja, klar, wenn ich mit dem schwedischen Ministerpräsidenten an der Bar abends gesessen habe, dann kann ich später die Sekretärin anrufen und sagen, wir kennen uns von Bilderberg, und dann stellt sie durch, was sie nicht tun würde, wenn die nicht vorher ein Bier getrunken hätten in diesem Hotel. Genau, also das sind ganz typische Antworten darauf. Theo Sommer hat neulich in der Zeit sogar gesagt, auf kritische Nachfrage einer jüngeren Zeitredakteurin, dass es sogar eine Verletzung der journalistischen Pflicht wäre, wenn man nicht hingehen würde zu Bilderberg, wenn man es könnte und nicht hingeht. Also ja. Chance nutzen. Genau. Ja. Also, dass man die Nähe suchen muss. Und das ist jetzt, ja, es ist schwer zu beurteilen, wie viel Nähe, also von außen ganz schwer zu beurteilen, wie viel Nähe gut ist und ab wann es schädlich wird. Ist diese Einstellung vielleicht auch so eine Generationenfrage, wenn du jetzt sagst, das war eine jüngere Kollegin, die da kritisch nachgefragt hat? Und glaubst du, dass in 10 Jahren oder in 15 Jahren die Bilderberg-Konferenz noch genauso stattfindet wie heute? Oder wird man sich vielleicht trotzdem irgendwann mal überlegen, Pressekonferenz oder irgendwas in der Richtung zu machen? Also ich glaube, am wirksamsten war Bilderberg, als es noch komplett geheim war und als es noch keinerlei Druck von der Öffentlichkeit gab, ne? Es gab ja auch kaum, sagen wir mal, vor 2000 gab es ja auch kaum Berichte über diese Konferenz. Ne? Also es ist in den Medien, hat das ja eigentlich nicht stattgefunden. Genau, in den etablierten Medien nicht. Es gab ein paar Aktivisten so, ne? Und die da versucht haben, was rauszukriegen oder da auch ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Aber die Etablierten haben erst das vor 2-3 Jahren mitgekriegt. Was war die Frage?
Ob die Konferenzen in 10, 15 Jahren noch genauso stattfinden. Ja. Also ich hatte, als ich vor 9 Jahren mit Matthias Nass das Vergnügen hatte, ein Gespräch zu führen von der Zeit, also der damals Vize-Chefredakteur der Zeit war und im Lenkungsausschuss von Bilderberg, da wirkte es mir so, als ob die damals schon Probleme hatten, die richtig großen Fische zu kriegen. Dass sie sich bemühen würden, immer noch irgendwie die Top-Leute ranzukriegen. Und dass man das nach Osteuropa ausgeweitet hat. Also man hat die Teilnehmerzahl erhöht. Ne? Mit der EU-Osterweiterung, so nach dem Ende des Kalten Krieges, hat sich Europa erweitert. Und die galt es auch, irgendwie mit reinzunehmen. Der Kreis wurde größer. Der war früher mal kleiner. Und ich glaube, je größer so ein Kreis ist, desto schwieriger wird es auch. Also da, oder, ja, das kann dann irgendwie ausfransen. Ne? Und jetzt kommt noch öffentlicher Druck dazu. Kann sein, dass Bilderberg an Bedeutung verliert oder dass sie irgendwann mal gezwungen sind, eben auch außerhalb der Macht- und Geldelite jemanden einzuladen, also Zivilgesellschaft zu beteiligen, NGOs mit dazuzunehmen, Umweltschützer, Menschenrechtler. So eine ähnliche Entwicklung gibt es ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die auch mal so hardcore Macht- und Militärleute waren und auf Druck der Öffentlichkeit so seit Mitte der 2000er immer größer geworden ist und immer auch ziviler. Also das ist noch längst nicht abgeschlossen und ich hätte die gerne noch viel ziviler, diese Sicherheitskonferenz. Mhm. Ist immer noch sehr militärlastig, aber der Wolfgang Ischinger, der das organisiert, der hat da schon reagiert auf den Druck der Kritiker. Nun kann es sein, oder das würde ich mir auch wünschen, dass da nicht nur Wirtschaftsinteressen eine Rolle spielen, sondern auch Zivilgesellschaft. Es gab in der Vergangenheit auch immer mal Gewerkschafter, die eingeladen waren. Aber ich glaube, dass da fehlt noch ganz viel, ne? Zivilgesellschaft bei Bilderberg. Und ich finde auch, dass die Protokolle viel früher freigegeben werden müssten. Also wenn es nach mir ginge, gut, die sollen ja ihren geschützten Raum haben, vielleicht für ein Jahr, aber vielleicht, dass nach einem Jahr dann das Protokoll auch einsehbar ist. Meinetwegen auch mit anonymisierten Amerikaner und Franzose sagte das und das, aber dass man inhaltlich weiß, ne, dass die Zeitgeschichtsforschung das mit aufnehmen kann. Glaubst du, dass das die Verschwörungstheorien dann ausmerzen würde? Oder meinst du, die würden dann sich einfach ein anderes Ventil suchen und ja, dann irgendwas dazu erfinden? Ja, klar, ist eine gute... Also natürlich, es würde auf jeden Fall viel bewirken bei Leuten, die noch rational unterwegs sind. Ne? Also ich kenne es ja selber, als ich darauf stieß, da hat mich das total elektrisiert und je weniger Material es gibt, desto geiler ist es. Ne? Mhm. Da ist wie Ostern, ne? Man will das Osterei finden. Und wenn dort viel Macht und Geld im Spiel ist und eine gefühlte Distanz zwischen Elite und Bevölkerung, so, dann ist das sehr spannend. Mhm. Aber wenn es Informationen darüber gibt, dann ist man gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Dann ist es Arbeit. Ja, dann ist es nicht nur Fantasie und irgendwie sich da irgendwie in das reinsteigern, sondern da ist man dann näher an der Realität dran. Und das ist auch gut für die Demokratie. Ne? Dann können auch Leute, die nicht so viel Macht haben, können sich damit beschäftigen und können ihre Schlüsse ziehen und können selber handlungsfähiger werden dadurch. Ne? Also in dem Sinne wäre das vielleicht ein guter Kompromiss, dass es schon meinetwegen ein Forum für Eliten gibt in dieser Demokratie, aber dass die Bevölkerung, also die Basis irgendwie nicht so stark ausgeschlossen bleibt, wie es bis jetzt so ist, der Fall ist. Ne? Kommen wir mal auf das Thema Verschwörungstheorien zu sprechen. Also es gibt ja gerade um die Bilderberg-Konferenz einen riesigen Reigen von Verschwörungstheorien, die sich darum spinnen. Also angefangen von der New World Order im verschwörungstheoretischen Kontext bis hin zu den häufig dann aus dem antijüdischen Spektrum kommenden 8 Familien, die das Weltgeschehen lenken und die dann auch hinter der Bilderberg-Konferenz sich verstecken. Es soll die Illuminaten eigentlich immer noch geben, die Bilderberg-Konferenz machen. Es gibt Leute, die behaupten, das seien der Templerorden, der sich da immer noch vereinigt. Du hast geleakte Protokolle gelesen. Das, was du gelesen hast, unterstützt das irgendeine dieser Verschwörungstheorien oder ist es dann tatsächlich die Macht- und Geldelite, die sich trifft, um sich auszutauschen? Also
dass etwas Geheimes, das nach sich zieht, hast du gerade ausgeführt. Aber würdest du irgendwas in deiner Arbeit gefunden haben wollen, was irgendeine Verschwörungstheorie unterstützt? Also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel in diesen Protokollen gelesen. Ne? Das, weil ich bin auch nicht so fit in diesen Themen der 70er und 80er Jahre, dass das jetzt großartig was gebracht hätte. Von daher möchte ich das, diese Aufgabe gerne irgendwie den Historikern überlassen. Mhm. Ja, Gott, aber Illuminaten, also kann ich nichts mit anfangen. Wie war die Frage? Ob du in deiner Arbeit irgendwas gefunden hast, was diesen ganzen Verschwörungs... Die geheime Weltregierung. Verdeckt sich das in der... Nee, ich glaube, Weltregierung, also ich glaube, das ist, man muss es eher unter dem Gesichtspunkt des Lobbying, glaube ich, das ist der Zugang, ne? Also, dass es ein Raum für Lobbyismus ist und für Sozialisation von Eliten, also dass die auch sich miteinander anfreunden, auch das ist diese softe Schiene so, ne? Dass Menschen, die sich vorher nicht kannten, dass die sich näher kommen, dass die in der Klausur sind, aufeinander hocken und sich auch privat kennenlernen und dann irgendwann duzen und so sich eben sozialisieren, dass da eine gewisse Klasse entsteht. Mhm. Das ist schon auch soziologisch total wichtig, also spannend als Forschungsthema. Die Kaffeetheke bei einer Konferenz ist eigentlich immer das Spannendste. Ja, genau. Konferenz, egal welche Konferenz. Ne? Ja, ja. Und eben, dass sich sozusagen eine etablierte Macht- und Geldelite sich zum Beispiel heranwachsende Nachwuchspolitiker anschauen kann, ne? Dass es so eine Art Börse ist. Und dann sich Leute dafür entscheiden, den will ich unterstützen. Der kann nicht reden oder der hat kein Charisma oder der will was ganz anderes als ich. Das ist was, also unter diesem Gesichtspunkt der Auslese, der Elitenauslese, sollte man das betrachten. Mhm. Und des Lobbyismus, also die Tatsache, dass dort Verteidigungspolitiker auf Rüstungsfirmen treffen, dass dort Geldpolitiker, also Zentralbanker, auf Banken treffen oder dass Handelspolitiker auf Konzernen, Weltkonzerne, Industriekonzerne treffen. Das ist pikant, ne? Mhm. Und das ist, das verlangt, das schreit förmlich nach demokratischer Kontrolle, so, ne? Weil dort Sachen verhandelt werden, die uns alle angehen. Das ist aber, glaube ich, so ein generelles Problem der Unabhängigkeit von Regierungen, zum Beispiel zur Wirtschaft hin. Also da gibt's ja, glaube ich, seit Anbeginn aller Zeiten diese Verflechtungen. Mhm. Da müssen wir ja nur auf unser Land schauen. Da haben wir eine große Autolobby zum Beispiel, die sicherlich einen Einfluss auf unsere Politik hat. Wir haben eine riesen Rüstungslobby. Mhm. Wir sind ja nicht Exportweltmeister, weil wir so viel Waschmaschinen verkaufen. Also all diese Dinge sind verflochten. Und da ist es dann einfach nur noch der größere transatlantische Rahmen in dem Bereich dann letztendlich. Ne? Ja, genau. Und deshalb müssen auch andere Lobbys eben rein, ne? Also damit eben auch die Umweltlobby und die Menschenrechtslobby da mitreden kann und die Kontakte mitknüpfen kann. Das fände ich eine sinnvolle Forderung. Also Teilnehmerkreis erweitern und Protokolle rausrücken, würde ich sagen, ist die Agenda für die Bilderberg-Kritiker und Kontrolleure. Mhm. Würde es dich persönlich reizen, da mal teilzunehmen? Ja, klar. Spannende Frage, ja. Wenn ich eine Einladung kriegen würde, was ich dann machen würde. Also wie weit ich mich jetzt einer Öffentlichkeit verpflichtet fühlen würde oder Bedingungen daran knüpfen würde, darüber würde ich dann nachdenken, wenn es soweit ist. Uwe, ein Thema in Bezug auf Bilderberg, mit dem du dich auch beschäftigt hast, ist der Tod von Alfred Herrhausen. Und da gibt es auch einen Bezug zu den Bilderbergern. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, also zum Tod direkt nicht. Also indirekt, Alfred Herrhausen war langjähriger Bilderberg-Teilnehmer und auch im Inner Circle, im Lenkungsausschuss. Mhm. Das war so die Zeit, wo also Herrhausen als Deutsche Bank-Chef zusammen mit Theo Sommer als Zeit-Chefredakteur, die beiden waren so die deutschen Repräsentanten im Lenkungsausschuss und haben zusammen dort mit Politik gemacht, wo Herrhausen die Finanzen besorgt hat und Theo Sommer so den intellektuellen Input reingebracht hat. Also Herrhausen war eine wichtige Figur bei Bilderberg. Mhm. Und kurz vor seinem Tod, dann wird es ja dann spannend, hat er ja die Idee gehabt, die dritte Welt zu entschulden.
was amerikanischen Banken nicht gut bekommen wäre, aber der deutschen Bank sehr gut bekommen wäre. Mhm. Und in diesem, oder diese Idee hat er bei Bilderberg vorgestellt und bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds, kurz vor seinem Tod. Und da gab es großen Aufruhr wohl. Also stand man im Spiegel. Ich glaube, diese IWF-Jahrestagung hat er vorzeitig verlassen, weil ihm solche Eiseskälte der amerikanischen Bankerkollegen entgegenschlug. Und also es gibt ja die Theorie, dass Herrhausen dann eben wegen dieser Entschuldungsidee um die Ecke gebracht wurde, dass es jetzt nicht die RAF gewesen ist. Sondern man sich also der RAF bedient hat letztendlich. Ja, oder die vorgetäuscht hat, irgendwelche Geheimdienste, da, weil es nicht logisch wäre, dass linke Aktivisten ihn dafür bestrafen, dass er die dritte Welt entschulden wollte. Das ist nur so eine Verschwörungstheorie mit einem leichten Bilderberger Bezug. Ja, aber spannend, also Herrhausen als deutscher Bankchef, sehr mächtig damals, Westdeutschland ja noch, also durchaus auch hochaktiver Bilderberger gewesen. Die Frage, die ich dir im Vorgespräch schon mal gestellt habe, also man kann sich ja fragen, ob Journalisten, die in diesem Bilderberg inneren Zirkel unterwegs sind, noch unabhängig sind. Aber man kann sich ja die Frage, das Wort mit Elva haben wir ja eben schon mal gehabt, stellen, gibt es überhaupt so etwas wie eine unabhängige Presse? Tja, unabhängig ist auch sowas wie nicht manipuliert. Ne? Also es ist auch so eine Frage, wer ist eigentlich auf der Welt überhaupt unabhängig? Also von was, muss man immer fragen. Ne? Also es gibt ja nicht, man steckt immer in Beziehungen drin und jedes Medium muss überleben und braucht dafür zahlende Kundschaft und braucht Werbekunden und hat einen Eigentümer mit bestimmten Interessen. Und es braucht vor allem Quellen. Also sobald ich eine Geschichte haben will, ihr seid jetzt auch abhängig von mir, ich bin eure Quelle gerade. Ne? Ihr habt mich eingeladen und ich habe da irgendwie Ja gesagt. Ich könnte aber auch Nein sagen und das ja abbrechen. Und so. Also natürlich gibt es keinen unabhängigen Journalismus, weil ich brauche eben mindestens diese Dinge. Ich brauche ein Publikum, ich brauche Quellen für Informationen und schon stecke ich mitten in den Abhängigkeiten. Ne? Und jetzt ist natürlich, aber ich will das aber trotzdem nicht irgendwie als irrelevant auf gar keinen Fall bezeichnen. Also es ist dann immer die Frage, unabhängig von was? Und da kommt, würde ich dann schon sagen, Also eine offene Käuflichkeit ist natürlich irgendwo die Grenze. Ja genau, also da ist es ja dann schon klar. Also jetzt der Autoredakteur, der irgendwie einen Briefumschlag mit noch 1.000 Euro zugesteckt bekommt und ein Auto zum Probefahren und der schreibt darüber dann einen positiven Artikel. Das ist ganz offene Korruption. Da ist dann Geld im Spiel. Aber es gibt auch eine weichere Form der Korruption, nämlich so Informationskorruption. Ne? Also der Zugang zu exklusiven Informationen oder so. Und dafür halte ich mich mit der Kritik eben zurück. Ja? Oder es gibt auch so auch ganz subtile Formen der Korruption. Die Bundesbank, die hat so einen Pressespiegel, wo sie Artikel zusammenstellt und an Interessenten verschickt, so einen Pressespiegel. Und Pressespiegel haben die Eigenschaft, dass sie Geld generieren, weil die Verwertungsgesellschaft Bord sammelt von Institutionen, die Pressespiegel erstellen, sammelt die Geld ein. Das heißt, die Bundesbank zahlt. Die Worte sowas wie die GEMA, ne? Genau. Was die GEMA für Musik ist, ist die VG Wort für Texte. Also bezahlt dann die Bundesbank an die VG Wort Geld und das wird ausgeschüttet an die Journalisten, die in diesem Pressespiegel sozusagen berücksichtigt sind. Und wenn ich jetzt ein Geldpolitik-Journalist bin, der Sachen schreibt, die der Bundesbank gefallen, dann werde ich da immer auftauchen in diesen Pressespiegel. Und dann kriege ich immer schön Geld von der Bundesbank über die VG Bord. Wenn ich aber Sachen schreibe, die nicht dem Konsens entsprechen, der gerade herrscht, und radikal gegen den Strich bürste, dann wird die Bundesbank mich aus dem Pressespiegel rausnehmen, weil das nicht fürs Haus gut ist, wenn das da auftaucht. Und schon gehen mir vielleicht tausende Euro im Jahr flöten. Und also es gibt ganz viele verschiedene Mechanismen, ja, wie man
wie man so ein bisschen auf Linie gebracht werden kann oder wie man auch einsieht, ja, das ist auch gut, wenn, also ich sehe das jetzt auch ein, so wie ihr das seht. Aber es ist ganz schwer zu beurteilen. Ne? Jetzt gibt es den Begriff Lügenpresse, der jetzt ja wirklich in letzter Zeit sehr hochkocht. Würdest du denn im Ganzen der deutschen Presselandschaft, wenn wir wirklich mal uns auf unser Land konzentrieren, kritisch gegenüberstehen? Oder würdest du sagen, dass der Journalismus insgesamt in Deutschland gut, kritisch und so frei, wie es denn eben geht, die Einschränkungen hast du ja gerade geschildert, ist? Oder siehst du eine Gefahr für kritischen, freien Journalismus inzwischen? Also ich würde sagen, wir haben schon eines der besten Medienlandschaften und Mediensysteme der Welt. Da geht viel. Und es wird wahnsinnig, wahnsinnig gute Sachen werden gemacht. Aber ich sehe auch so ein Mainstream-Phänomene, sehe ich, dass Journalisten häufig wie im Schwarm in eine Richtung schwimmen. Und nur ganz wenige dagegen, also gegen den Strom schwimmen. Oder das ist so die Erzählung, die so fortgesetzt in den Nachrichtensendungen kommt und in Politikteilen der großen Zeitungen, dass das häufig ähnlich ist und bestimmte Sachen aber kaum vorkommen. Die kommen dann im Nachtprogramm oder im Feuilleton oder mal über eine investigative Recherche, aber verändern nicht unbedingt das Narrativ. Und das große Narrativ, das orientiert sich ganz häufig an den Deutungsmustern der Eliten. Also die Tagesschau, die kreist, glaube ich, sehr häufig um das Bundeskanzleramt und macht uns die Politik der Bundesregierung meistens sehr plausibel und verständlich, sodass ich dann nach der Tagesschau ganz beruhigt ins Bett gehen kann, weil ich weiß, dort sitzen kluge Leute, die gerade das, was jetzt möglich ist, das machen die auch und das machen die auch richtig. Wohingegen ich, wenn ich andere Medien irgendwie konsumiere, die oppositioneller sind von der Grundhaltung her, da habe ich das Gefühl dann eben nicht. Ne? Oder Satire-Sendungen wie die Anstalt, die machen wütend, weil die bürsten gegen den Strich und die heben die Missstände mehr hervor oder die betonen eben andere Informationen. Ne? Das ist dann nicht so, dass in der Tagesschau gelogen wird, aber nehmen wir mal an, also Merkel geht auf Distanz zu Erdogan, dann werden die Informationen hervorgehoben, die das plausibel machen. Und wenn aber Merkel sich Erdogan annähert, dann werden andere Informationen in den Vordergrund gerückt, die das plausibel machen. Und so bin ich immer, kann ich immer gut schlafen als Konsument, aber es ist natürlich wenig eigene Haltung zu sehen. Also ich sehe so bei zentralen Medien in Deutschland so das Phänomen, dass eigentlich eine eigene Haltung fehlt und man wie ein Halm im Wind mit der Politik mitgeht. Ja? Auch weil man sich auch anders vielleicht gar nicht leisten kann, weil man sich mit den hochrangigen Quellen nicht verscherzen möchte. Findest du, dass wir als Konsumenten dieser Medien mehr Medienkompetenz brauchen, vielleicht auch gerade im Schulsystem schon von frühester Zeit an? Ich komme gerade von einer Konferenz für Lehrer und Lehrerfortbilder, wo es genau darum ging. Also ich weiß jetzt nicht, Medienkompetenz ist total wichtig, ne? Und schon junge Leute wachsen mit Smartphones auf und müssen aber auch erstmal lernen, irgendwie Texte zu beurteilen, ne? Oder müssen das dekonstruieren lernen. Und das ist ja heutzutage noch viel wichtiger, wo es so viele alternative Deutungsmuster im Netz gibt, eben auch durchgeknallte und Staatspropaganda von Russland und der Türkei und so, ne? Und all diese Gegenframes konkurrieren mit Frames der Tagesschau, die dann eher bundeskanzleramtsnah irgendwie berichtet, ja. Und das Schlimme ist ja, dass diese Alternativangebote und Propagandaangebote häufig ja auch wahre Fakten drin haben, die bei uns dann häufig nicht vorkommen oder zu bestimmten Zeiten eben nicht vorkommen. Und dann werden die unglaubwürdig bei Leuten, die dafür anfällig sind oder dass die so binäres Weltsicht haben, entweder Wahrheit oder Lüge. Und da gilt es schon irgendwie mit Schülern schon in der Schule solche Sachen zu erörtern, ne, in Politik- oder Sozialkundeunterricht, dass jedes Medium oder jeder Beitrag irgendeinen Frame aufspannt, irgendwelche Sachen betont, andere Sachen weglässt und dass es gar nicht anders geht. Und du immer kommen kannst mit anderen Informationen, die gerade nicht eben dort im Vordergrund stehen und das eben alles in Frage stellen kannst. Also mit diesen Ambiguitäten
müssen wir alle, glaube ich, umgehen lernen, auch Erwachsene. Mhm. Weil es hat, und das ist immer noch die Frage, okay, also es gibt ein Bedürfnis ganz vieler Menschen, dann am Ende der Reise aber zu wissen, was ist denn jetzt die wahrste Wahrheit und was soll ich denn jetzt glauben, um sich zu entlasten, ne, von dieser Arbeit, die praktisch unendlich ist. Ja. Da weiß ich auch, habe ich auch keine Lösung für. Das ist schwierig, also dieses Scheitern an der Komplexität, das erlebe ich selber auch. Also ja, ich auch. Ja. Das ist, glaube ich, nur menschlich. Ja, und das ist ja auch, also Verschwörungstheorien haben ja immer auch irgendwas Wahres dran. Die funktionieren nur, wenn sie wahren Kern haben. Genau. Sonst würden sie ja nicht funktionieren. Ja, genau. Das ist das Problem dabei. Mhm. Wie stehst du dem Ruf gegenüber, der jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr laut geworden ist, wenn nicht alle Informationen sofort offengelegt werden? Wir haben das jetzt gerade erlebt im Fall des Amoklaufs von München, wo dann irgendwann sogar die Polizei aufgerufen hat, postet jetzt keine Fotos mehr, zeigt keine Polizisten im Einsatz, wo dann sofort gesagt wurde, hier möchte der Staat uns zensieren. Das war natürlich ein schlechtes Beispiel, weil wir alle wissen, dass mögliche Täter natürlich da auch ein Smartphone in der Hand haben können. Aber auch so die Zurückhaltung in der Berichterstattung, die dann inzwischen, weil wir gewöhnt sind, binnen Minuten alle Informationen zu bekommen, zu einem Vorwurf wird. Nehmen wir den Fall des Amoklaufs in München. Ich weiß nicht, ob du ihn medial verfolgt hast. Findest du, dass da gut medial mit umgegangen worden ist oder hast du das eher kritisch bewertet? Ui, ich kam da gerade aus dem Urlaub. Also, ja. Also bei so Terroranschlägen oder Amokläufen glaube ich schon, dass es wichtig ist. Oder das sind extreme Situationen, wo es gerade akute Gefahr gibt und dass es ganz klar ist, wo es um Leib und Leben geht, dass da die Information zurückstehen muss, die Information der Öffentlichkeit. Also, oder wenn es eben solche Feedback-Schleifen geben kann, dass dann der Täter den, der Polizei entwischen kann. Grundsätzlich bin ich immer für Entschleunigung zu haben. Also ich finde das eigentlich nicht gut, diese Sekunden und diese Just-in-Time-Berichterstattung. Das bringt eigentlich viel Verwirrung. Oder ich hätte gerne lieber, dass kompetente Journalisten, kompetente und unabhängige Journalisten Zeit haben zu recherchieren und zu reflektieren und dann was zu veröffentlichen und nicht so hecheln und kleine Häppchen bringen. Das ist eigentlich auch die Aufgabe eines Journalisten, ja, genau. Informationen zu filtern, zusammenzuführen und sie dann mitzuteilen. Genau, einzuordnen, genau. Das ist dann noch nicht die abschließende Wahrheit, aber es sollte auch nicht so dreckig alles veröffentlicht werden, dass noch gar nichts irgendwie... Also es sollten schon Dokumente der Zeitgeschichte sein, die dort veröffentlicht werden, ja, und nicht irgendwelcher Rotz oder so halbgares Zeug. Und also nehmen wir mal die Silvesternacht in Köln, da gab es ja die großen Vorwürfe auch eben von rechter und konservativer Seite, dass die Medien das irgendwie lange rausgezögert hätten oder das irgendwie verschweigen wollten. Mhm. Und wenn man aber genauer hinguckt, war das aber gar nicht so. Also das Einzige, wo ich sage, ja, da war was komisch, war beim ZDF. Die haben wirklich einen Tag später veröffentlicht als andere Medien. Und der Nachrichtenchef, glaube ich, oder Elmar Thewissen heißt er, der hat sich dafür auch entschuldigt und hat gesagt, ja, wir haben das so gemacht, obwohl die Nachrichtenlage klar genug gewesen war. Da fragt man sich natürlich, okay, was ist denn bei euch noch Kriterium außer die Nachrichtenlage? Mhm. Also politische Korrektheit oder warten, wie das die politischen Spitzen bewerten oder so. Also da war es schon ein bisschen komisch. So im Sinne von einem Gesinnungssender, der jetzt die Nachrichten irgendwie fernhält. Aber die, also andere Medien haben sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Das war einfach, also wenn man in die Details geht, war das in Ordnung. Und da plädiere ich auch dafür, ja, lasst erstmal so viel zusammentragen, bis es sicher ist und geprüft ist. Ne? Also ich finde es total wichtig, dass Informationen geprüft werden. Das ist, sonst braucht man auch keine Journalisten, wenn die das nicht machen. Dann reicht Twitter, wo jeder schreiben kann, was er möchte. Ja, genau. Sehr schön. Du hast deine Dissertation noch mitgebracht. Hast Das ist nicht meine. Das ist ein Buch über Bilderberg von einem Soziologen. Genau. Das können wir aber auch. Halten wir das einmal in die Kamera. Genau. Björn Wendt. Von der Uni Münster. Genau, wer sich informieren möchte. Genau, und dann gibt es von dir deine Doktorarbeit, die man sich
kaufen kann. Kaufen kann. Das ist das war das Stichwort. Genau. Die trägt welchen Titel? Den Titel Meinungsmacht. Genau. Da sind diese Netzwerke ganz kleinteilig auch aufgeführt mit einem super Lexikon-Teil. Mhm. Das blenden wir jetzt mal, während wir reden, ein parallel, dann sieht man das auch. Genau. Und wem jetzt aber die Doktorarbeit ein bisschen zu, sagen wir mal, zu wissenschaftlich ist, da gibt es auch noch ein zweites Buch von dir, ne? Ja, genau. Also dieses Jahr ist rausgekommen Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen, im CH Beck Verlag. Da gibt es Ergebnisse aus der Doktorarbeit und noch einiges mehr, alles in einem fluffigen, populärwissenschaftlichen Stil. Genau, also da kann man dann noch viel mehr von Dr. Uwe Krüe, in dem Fall, da kann man den Doktor dann nochmal erwähnen, lesen. Ja, das war das Interview mit Dr. Uwe Krüger. Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen und ihr habt da vielleicht das ein oder andere Neue mitgenommen zum Thema Bilderberger. Vielleicht landen wir ja selber mal irgendwann auf der Gästeliste. Ich glaube es nicht. Dann könnten wir auch nicht darüber berichten, scheinbar. Aber dann wüssten wir zumindest, was dort stattfindet. Wer weiß, was die Zukunft noch ergibt. Und bevor wir gleich noch so ein paar Termine bekannt geben und noch über ein paar Sachen sprechen, müssen wir jetzt natürlich nochmal die Geschichte mit der Pizzakette, der amerikanischen Politik, den Demokraten und einem pädophilen Ring aufklären. Die Auflösung. Die Story könnte man eigentlich auch zusammenfassen unter dem Punkt Pizzagate. So ist das Ganze nämlich bekannt geworden und ist auch ein Zeichen dafür, wie gefährlich Verschwörungstheorien wirklich werden können. Das hat sich jetzt gerade in den letzten Tagen wieder gezeigt, weil nämlich genau aus dem Grund dieser Geschichte, die nebenbei bemerkt übrigens vollkommen haltlos und nicht wahr ist, sich jemand aufgemacht hat und eins dieser Restaurants mit Waffengewalt sozusagen besucht hat, um selber vor Ort irgendwelche Recherchen anzustellen. Der Mann ist dann natürlich auch verhaftet worden und man kann da wunderbar ablesen, was für weite Kreise das ziehen kann und dass sowas auch durchaus die öffentliche Sicherheit gefährden kann. Also kurzum, Pizzagate, Comet Ping-Pong, die ganze Geschichte ist erstunken und erlogen. Es gibt die Pizzakette wirklich. Es gibt auch einen Leiter oder einen Besitzer dieser Pizzakette, James L. Fentis, der ein Unterstützer der Demokraten ist, aber Frau Clinton auch nicht persönlich kennt. Und alles, was da jetzt drumrum fantasiert wurde, das Ganze ist bei Reddit zum Beispiel verbreitet worden, dass es da auf den Karten in diesem Restaurant irgendwelche geheimen Zeichen gäbe, die dann irgendwie eine Botschaft an Pädophile sind, dass man da also irgendwie sich zu Hause fühlen kann. Das ist alles nicht nur eine Verschwörungstheorie, nicht nur eine Falschmeldung, sondern im Prinzip auch gezielt deswegen in die Welt gesetzt, weil man eben die Demokraten und erst recht Hillary Clinton verleumden wollte. Und ich bin sehr froh, dass da nichts dran ist, aber ich mache mir große Sorgen darüber, dass solche Falschmeldungen immer mehr in Umlauf geraten, immer öfter geglaubt werden von Leuten, die nicht richtig recherchieren, die nicht nachgucken, ob das Ganze stimmt oder nicht, sondern einfach diese Lügen glauben. Hm. Ja, wieder ein Beweg dafür, dass man immer gucken muss, wessen die Quellen, wer behauptet etwas und leider in die Pflicht genommen heutzutage ist, ausführlich auch selber zu recherchieren. Das ist dann vielleicht der Fluch des Internets und der schnellen Kommunikation über das Internet und gerade auch die sozialen Medien. Ein bedrückendes Beispiel, insbesondere, wie gesagt, wenn da jemand mit Waffengewalt in so einen Pizzaladen reinläuft. Das ist wirklich so eines der Dinge, die irgendwie auf gar keinen Fall passieren dürfen. Soweit darf es eigentlich im Prinzip gar nicht kommen. Übrigens hat die New York Times das Ganze sehr, sehr schnell natürlich auseinandergenommen und debunked. Wobei ja jetzt viele von diesen Hardcore-Verschwörungstheoretikern, Trump-Anhängern und Clinton-Gegnern auch sagen würde, ja, die Times, die New York Times gehört eh zur Lügenpresse. Das sind die Mainstream-Medien, denen wir sowieso nicht mehr glauben. Und deswegen ist das für uns keine vernünftige Quelle, was natürlich Quatsch ist. Aber da sieht man mal, wie weit wir uns eigentlich schon vom faktenbasierten Journalismus in den Augen dieser Leute wegbewegt haben. Kommen wir vielleicht noch was zu was Angenehmeren zum Ende der Sendung. Und zwar gibt es am 10. Dezember, das ist jetzt relativ kurzfristig, weil die Folge relativ zeitnah davor veröffentlicht wird, aber vielleicht hört ihr das noch rechtzeitig und seid
am 10. Dezember in Berlin oder in der Nähe von Berlin, denn am 10. Dezember wird es eine Lesung unter dem Titel Anti-Christmas geben. Und das haben wir so ein bisschen mal gemacht, weil wir ein bisschen düsterer sein wollen, als das vielleicht vor Weihnachten ist. So ganz super duper ernst gemeint ist dieser Titel natürlich nicht. Wir mussten dafür auch schon ein bisschen Shelter einstecken. Ja. Irgendwie. Nicht, dass die Leute denken, wir würden ja jetzt irgendwelche satanischen Messen abhalten oder so. Doch, das machen wir, aber das geben wir natürlich nicht zu. Ja, genau. Das ist dann im Keller. Worum wir jetzt gehen, wir werden gemeinsam mit Lucy van Ork, das haben wir schon mal gemacht, lesen. Darüber freuen wir uns außerordentlich, dass das nochmal geklappt hat zum Ende des Jahres. Wir werden lesen, Alexa wird lesen aus ihrem Mystery-Thriller Dunkle Wurzeln. Jawohl, den habe ich mit Diana Menschich zusammen verfasst. Der ist im September dieses Jahres schon rausgekommen. Ist auch ein bisschen düster und geht um eine Figur, die der geneigte Huxela-Hörer mit Sicherheit kennen wird. Definitiv und ist als E-Book erhältlich. Also wer Interesse an Dunkle Wurzeln hat und vielleicht nicht nach Berlin kommt, kann sich vielleicht diesen Mystery-Thriller von Alexa mal anschauen und von Diana Menschich. Ich werde aus den Hoax-Files 2 etwas vorlesen und zwar zu Menschen, die glauben, dass sie aus Leichenteilen ein neues Leben kreieren können. Worum soll es gehen? Die Hoax-Files 2 tragen den Titel Gefährliche Tote. Es wird um Frankenstein gehen. Da wollen wir uns nochmal genau anschauen, was es mit Frankenstein auf sich hat. Bei der Gelegenheit ab jetzt die Hoax-Files im Prinzip gedruckt. Wir warten auf die Pakete, sowohl der Verlag als wir. Und wenn ihr jetzt noch relativ zeitnah bestellt, sollte auch ein signiertes Exemplar der Hoax-Files noch abfallen. Und je schneller ihr bestellt und vielleicht unter dem Weihnachtsbaum Zeit habt, könnt ihr endlich weiterlesen, wie es weitergeht bei den Hoax-Files. Insbesondere auch die Geschichte um Faustus wird weiter gesponnen. Also das kann man sich anhören, man kann sich es bestellen und wir hoffen, dass euch der zweite Band ähnlich gut gefällt, wie euch der erste Band gefallen hat. Und am Ende wird Lucy einige unveröffentlichte Texte zum Teil vorlesen, wo es um Trolle geht. Ich will das gar nicht weiter zitieren, weil es sehr martialisch klingt und sie wird auch nochmal aus ihrem Roman Frau Holle etwas vorlesen. Das Ganze wird und untermalt ja, genau, mit Live-Musik, also nicht von uns, das ist wahrscheinlich gut so, sondern Lucy van Ork wird auch da, wie sie es schon in Hamburg getan hat, in diesem Jahr zur Gitarre greifen und wird das Ganze auch noch musikalisch untermalen. Kostenfrei, das Ganze findet statt in der 12 Grad Ether-Loge in der Frankfurter Allee in Berlin, also Frankfurter Allee 24. Findet ihr auf der Huxler Homepage dann jetzt und dann auch auf Facebook könnt ihr euch das nochmal alles durchlesen und anschauen, kostenfrei. Wer uns ein paar Euro in den Hut werfen will, weil wir das Zugticket ja schon bezahlt haben, das wäre auch prima. Würden wir uns sehr freuen, wenn wir uns da in Berlin sehen. Noch was vergessen? Ich glaube erstmal nicht. Das fällt uns immer erst ein, wenn die Mikros aus sind. Wenn die Mikros aus sind, dann müssen wir es in der nächsten Episode machen. Genau. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir vor Weihnachten noch eine Folge hinkriegen, das will ich jetzt gar nicht versprechen. Wenn wir das tun, wünschen wir es euch nochmal. Wenn nicht, wünschen wir euch schon jetzt eine schöne Jahresendzeit. Hoffen, dass euer Jahreswechsel gut verlaufen wird, dass ihr ein bisschen Ruhe kriegt zwischen den Jahren. Das hoffen wir, dass wir das auch hinkriegen. Und dann starten wir entweder mit der nächsten oder mit der übernächsten Folge gemeinsam in ein neues Jahr, in das Jahr 2017, was sicherlich sehr spannend werden wird. Und, ich hoffe, ich bin skeptisch, aber ich hoffe besser als das Jahr 2016. Aber so. Definitiv, aber das ist mehr in manchen Belangen ja, in anderen, Jetzt sind wir auf der Meta-Ebene. Ja. So, damit wollen wir euch nicht weiter belassen. Euch alles Gute, bis demnächst und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxela.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxela ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2015.